Ein leerer Tisch, ihr kennt das Ganze. Es geht um Pickups. Was hat sich in meiner Sammlung und in der von meinem Bruder getan? Was ist an neuen Teilen hinzugekommen? Das seht ihr gleich. Eine Neuerung gibt es auf jeden Fall bei den Pickups, bevor ich hier den Tisch vollstelle. Ich habe sie in Kategorien eingeteilt. Ab sofort werde ich die Bereiche so ein bisschen kombinieren und ja, zusammenfassen. Deswegen gibt es jetzt als erstes Legos und dann, ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich das dann mache, dann wird so das Allgemeine. Ich glaube, Games, Bücher und Videofilme packe ich in eine Kategorie. Vielleicht mache ich das auch mal anders splitten. Das weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen. Das wird sich so entwickeln, sage ich mal ganz einfach. Na, also, es gibt jetzt verschiedene Kategorien. Transformers wird zum Beispiel auch eine eigene Kategorie haben. Ich habe beschlossen, das immer als letztes zu bringen in dem Ganzen. Das heißt, das erste wird immer Lego sein, dazwischen der Rest und Transformers als letztes. Also, fangen wir an. An Lego hat sich eine ganze Menge angesammelt. Ihr seht hier schon zwei gebaute Modelle. Kaum sind sie im Hause, werden sie von meinem Bruder gebaut. Zwei echte Highlights könnt ihr hier bewundern. Einmal ein Mini-Hot-Diorama. Einfach großartig gemacht mit den kleinen Landspeedern. Landspeedern sage ich schon, mit den Snowspeedern. Hier so eine kleine Probe-Breed und der AT-AT. Einfach nur großartig, wie man in Miniaturform diese ikonische Star Wars-Szene ja, nachbauen kann. Der Karton, den zeige ich euch auch nochmal, wunderbar auch aufgebaut hier, ist nicht regulär im Handel erschienen und wurde nur ja, als Giveaway, wenn man beim Lego Store bzw. auch online und auch glaube ich im physischen Store gekauft hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einem gewissen Preis, wurde der gratis dazu gepackt. In dem Fall ist es jetzt so, dass mein Bruder den leider nicht mitbekommen hatte, sondern wir haben ihn auf dem Flohmarkt gefunden. Ich hatte das vergessen zu zeigen bei einem Flohmarkt-Video, was ich zwischendurch mal gemacht habe. Deswegen habe ich gedacht, das passt jetzt ganz gut zu diesen Pickups. Ist auf jeden Fall ein sehr gutes Set. Das hat auf dem Flohmarkt, dadurch, dass es eben halt ja, vom Flohmarkt war, 25 Euro gekostet, geht aber über 50 Euro mittlerweile weg, weil es durch die Szene ein sehr gefragtes Motiv ist. Ähnliche werdet ihr gleich auch nochmal sehen, ähnliche Szenen hätte ich fast gesagt, weil sich hier jetzt eine ganze Menge angesammelt hat an neuen Lego-Teilen. Ja, und nicht alles ist bisher gebaut, aber ja, deswegen, es wird hier vieles gezeigt werden und ich fange auch gleich an mit dem Highlight. Ihr seht hier schon den Lego DeLorean, der ist richtig gut gelungen. Man kann die Türen aufklappen, ins Innere schauen, man kann Motorhaube aufklappen, die Figuren Doc Brown und Marty McFly sehen auch richtig genial aus. Ich werde definitiv für diese gebauten Sachen noch, zeige ich ein bisschen mehr Fotos, auch weil sich das eben lohnt. Der DeLorean kann in drei Varianten umgebaut werden. In der klassischen, fast wie ihr fast hier seht. Hier ist natürlich Mr. Fusion, das heißt, es ist der fliegende DeLorean. Die Räder sind umklappbar, aber er kann auch komplett mit der Stange vom ersten Teil aufgebaut werden. Oder als Western-Style, das heißt, man wechselt Räderteile und hier noch kommt so ein Aufsatz und damit wird er dann ja von Teil 3 die Version. Das heißt, theoretisch müsste man sich diesen Karton, diese Edition, der sieht auch einfach nur geil aus. Genießt dieses Bild, einfach nur toll. Dreimal kaufen und hier seht ihr auch nochmal, wie er fliegt und auch welche zusätzlichen Teile dabei sind. Hier eben halt das Hoverboard, eine Banane, das Zukunftsnummernschild. Das ist jetzt hier nicht auf diesem gebaut. Hier steht jetzt Out of Time oder Outer Time, genau, die Box mit dem Plutonium. Und das Interessante ist, das kann man jetzt hier schlecht zeigen, hier ist aber ein Knopf,
wahrscheinlich sieht man das jetzt hier auf dem Video nicht. Dann schaltet sich Licht an und man kann sehen, wie der Fluxkompensator leuchtet. Das wird hier jetzt so ein bisschen dargestellt auf dem Bild. Ihr seht, das ist hervorgehoben. Ja, der ist gebaut, deswegen ist der Karton absolut leer. Und ja, man kann alle drei Versionen bauen. Hier sehe ich hier oben in der Ecke alle drei Versionen. Auf jeden Fall lohnt sich das. Ist ein schönes Teil. Die sind auch alle jetzt hier zu normalen Lego-Preisen gekauft worden, teilweise im Angebot. Über die normalen Stores ist jetzt, abgesehen von diesem, war jetzt nichts vom Flohmarkt. Also in dem Sinne sind die Preise wirklich die Geschäftspreise, sage ich mal so, die Ladenpreise. Nur das Teil hat mein Bruder aus Frankreich bekommen. Lag daran, mein Vater war mit meiner Schwester, meinem Schwager und meiner Mutter im Disneyland Paris. Und ja, mein Vater ist auch großer Lego-Fan, baut gerne Lego, ja, und hat sich ihn auch gekauft und hat mein Bruder ihn gleich mitgebracht. Somit hat er eine kleine Reise hinter sich, aber es lohnt sich. Das ist, wie ihr seht, ein absolut genialer DeLorean aus Lego, richtig toll geworden. Es gab schon mal einen kleineren DeLorean, der ist aber so groß. Der hat aber andere Figuren dabei. Das macht den großen Unterschied aus. Ansonsten sind es ja nur Lego-Steine, hätte ich fast gesagt. Aber die Figuren sind unterschiedlich. Das heißt, in dem Sinne absolute Sammlerfiguren. So, und ich habe den anderen auch und ich werde wahrscheinlich nochmal ein Foto davon machen, überlege ich mir gerade spontan, und mal kurz, um euch einen Figurenvergleich in diesem Moment einzublenden. Also, das war auf jeden Fall erstmal schon mal ein paar Kleinigkeiten und ich fange jetzt direkt an. Hier ist alles voll, das heißt, der Tisch wird auch mega voll werden, aber egal, es wird auch durcheinander sein. Fange ich an mit Super Mario, da gab es ein Bienen-Set für die Figur. Dann geht es weiter mit Eternals, Marvel's Eternals, zwei Lego-Sets. Mein Bruder und ich sind zwar nicht so große Fans von diesem Film, aber er wollte halt alle Charaktere einmal haben als Lego-Figur. Und somit hat er einmal dieses Set sich geholt, mit dem Monster auch, und ein Miniset. Das zum Miniset gibt es eine lustige Geschichte. Das ist über Amazon bestellt worden, ist auch nicht teuer, aber beim ersten Mal kam es flach an. Und zwar hat der betreffende Bote das in den Briefkasten gedonnert. Und zwar, es war ein Karton. Es war trotzdem in so einem Briefkarton. Und er hat ihn richtig platt getrampelt, damit er ihn flach in den Briefkasten stecken konnte. Ja, das sah natürlich richtig kacke aus, der Karton. Und gerade wenn man sammelt, aber selbst wenn man nicht sammelt, das war, also man muss sich vorstellen, ihr seht ja, so dick, und der sah hinterher wirklich so aus. Also wirklich fingerbreit nur noch. Und die Teile quetschten schon raus aus dem Umschlag. Also das war katastrophal. Naja, wie dem auch sei. Mit Marvel will ich auch gleich weitermachen, weil es ist so viel zu zeigen. Und ihr wollt ja auch nicht 3 Stunden bei diesem Video verbringen. Da gab es einmal zu Spider-Man No Way Home ein Set mit Spider-Man und Vulture. Der taucht zwar nicht in dem Film auf, aber auch ein schönes Set. Einfach oben drauf. Und ein weiteres Set, was recht cool ist. Das ist so Spider-Man, auch No Way Home, mit MJ, Wong und Doctor Strange. Auch ein recht cooles Set. Wenn wir hier sehen, ist so ein bisschen die Kultkammer und so ein bisschen Büro und oder Arbeitszimmer von Doctor Strange. Also echt cool gemacht, mit vielen Insider-Gags versehen. Und ja, hier so ein Mini-Controller vom Konsole und aber es ist sehr vielseitig. Man kann da ein bisschen schön mitspielen, finde ich. So dieses Mystic-Set kann man fast so sagen. Dazu noch so ein komischer Käfer. Ja, Sanctum Workshop, also der Workshop von Dr. Strange Reich. Ja, schon nicht schlecht. So, gehen wir hier weiter. Ein Lego Jurassic World Dominion, oder das ist ein neues Königreich Spielset mit Maisie und Rain und Blue und Beta, also Blue und sein Kind. Darauf kam es auch in dem Sinne an.
sonst recht einfach gehalten. Ein Auto und die Dinos sind ja eigentlich feste Figuren. Ja, hier geht es auch mehr um die Charaktere eigentlich, das Ganze. Ja, kann man so sagen. Ja. Ich sage ja, ich muss zustellen, es wird einfach zu viel. Und was auch mein Bruder schon länger auf dem Radar hatte, aber irgendwie sein musste, nochmal ein Tumbler von Batman The Dark Knight, zusammen mit den Figuren Scarecrow und Batman. Das ist eine neuere Version, den haben sie mal wieder überarbeitet, aufgelegt. Sieht absolut cool aus und ihr könnt sehen, auch diesmal so ein bisschen der Fledermaus Batman, so wie man ihn im Albtraum sah vom ersten Teil. Obwohl im Endeffekt schon ganz lustig steht, The Dark Knight, das ist ja der zweite Teil und im Endeffekt ist das ja mehr eine Szene aus dem ersten Film. Ja, gut, okay, aus Batman Begins. Auf jeden Fall ein sehr cooles Stück. Und jetzt gehen wir schon weiter mit Star Wars. Star Wars gibt es eine ganze Menge. Ich fange an, den Dark Trooper Helm. Der Dark Trooper kam in The Mandalorian vor. Sieht auch cool aus. Ich mag auch dieses Boxart, was sich jetzt immer mehr durchzieht bei Star Wars. Das macht sich richtig gut. Das Einzige, was es zu diesem ganzen Lego Star Wars noch gab, was ich jetzt euch jetzt zeige, da gab es so einen kleinen Schlüsselanhänger als Goodie. Den blende ich euch jetzt einfach mal als Bild ein. Der sieht recht cool aus. So diesen Metalllook, so diese Platte. Und ja, recht edel. Den gab es als Goodie dazu. Ansonsten der Dark Trooper Helm ist auch, glaube ich, bei meinem Bruder mit auf der Liste der nächsten zu bauenden Teile. Zuletzt hat er jetzt das hier aufgebaut. Aktuell, kurz vor Videobeginn, ist das fertig geworden sogar. Ja, und es geht noch viel weiter. Ich nehme mal das jetzt hier zur Seite. Da schlagert nur das Handbuch rum. Ein weiteres Set, was ja und dabei war. Das ist als Bonus-Set dabei gewesen und das ist von der Last Family die Küche mit Tante Beru. Auch hier wunderschön gemacht. Das gab es als Giveaway dazu, wenn man eben halt mit Lego bestellt hat. Mein Bruder hat jetzt einen riesen Teil bestellt. Ich sehe, dass hier sogar noch zwei Teile, glaube ich, in dieser Kiste fehlen. Ja, zwei kleine Teile fehlen. Damit ich jetzt keine große Videounterbrechung habe, blende ich euch jetzt kurz zwei Lego-Sets ein. Einmal ist es das Lego-Set vom Todesstern-Angriff als Miniatur. Und das andere ist von Dagobah. Nee, Dagobah habe ich jetzt hier. Das muss ich gar nicht einblenden. Also dies vom Todesstern, dieses Set blende ich euch ein. Also das gab es als Giveaway. Und ja. Das, was es noch gab, genau das meinte ich eben halt, das Dagobah Jedi Trainingsset. Das ist so eine Diorama, aber im Figurenstyle richtig toll gemacht. So mit dem mit dem X-Wing abgestürzt. Ja, sieht ganz echt cool aus. Das Besondere ist hier jetzt auch, R2 ist beschmutzt vom Matsch und Luke ist in seinem Trainingsoutfit. Somit sind da wieder exklusive Figuren eben halt dabei. Das sieht echt sehr cool aus. Und das größte Teil, was noch neu ist, was hier gar keinen Platz findet, was ich auch gleich wieder runternehmen muss, wenn ich das aufgebaut habe, das ist der Lego Landspeeder. So, meine Beleuchtung darf nicht im Weg sein. Er sieht absolut cool aus, richtig riesig geworden. C3PO, so halb golden. Und Luke sind dabei, es ist wahnsinnig schwer. Das werde ich jetzt hier wieder hinlegen. Ja, das waren alle Lego-Neuheiten. Wenn ich welche vergessen habe, was durchaus vorkommen kann, weil sich die trudeln ja nicht gleichzeitig ein und ich versuche dann immer den Überblick zu behalten, weil man das Video ja ein bisschen zusammen machen möchte. Ich will nicht immer nur Momente aufnehmen. Somit, ja, hoffe ich, dass ich alle jetzt berücksichtigt habe. Wenn nicht, folgen noch einige Fotos von den fehlenden Sets. Neue Lego-Sets waren jetzt nicht dabei, aber warum nicht diese schönen Lego-Pickups Revue passieren lassen?
Wir fangen an mit Games jetzt. Ich habe ein Stranger Things Game und zwar aus dem Dungeons & Dragons Universum. Es ist jetzt ein Rollenspiel, das gibt es in Englisch, hat keine deutsche Sprachanleitung, steht sogar hier extra drauf geklebt. Ist, man ist großer Rollenspielfan. Mein Bruder mag auch Stranger Things sehr gerne und hat gedacht, das muss ich mir besorgen. Das hat jetzt, war gar nicht so teuer, ich glaube irgendwie 30 Euro, 40 Euro maximal. Hier ist eine bemalte Stranger Things Figur dabei. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Noch so mit dem Spiegeln. Auf jeden Fall, also von dem, was heißt Stranger Things Figur? Es ist halt von dem Monster, was ihr ja hier auf dem Artwork seht. Ja, ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Eine Figur ist übrigens bemalt, eine andere, zweite ist dabei, aber die ist nicht bemalt. Ansonsten, ja, einfach ein schönes Sammlerstück. Ist das Starter-Set, das heißt, es wird wahrscheinlich noch Erweiterungen geben mit den nächsten Bösewichtern oder wie man auch immer das sagen möchte. Ja, mit Spielen möchte ich auch komplett weiter fortfahren. Jetzt geht es zu den Computerspielen. Ein NIS Europe Spiel hat uns erreicht. So eine Doppel-Edition von zwei JRPGs oder J-Japan-Spielen im Endeffekt, die von bei NIS Europe herausgekommen sind in schöner Edition. Es ist noch gar nicht ausgepackt, wie ihr seht. Das ist noch komplett die Box. Da ist einmal dabei Makai Kingdom. Genau, einmal dieses hier. Und auf der Rückseite hat das zweite Bild und das ist ZHP, Unclosed Ranger, Dark Death, Evil Man. Könnt ihr sehen. Schönes Artwork, auch eben halt. Da sind ja Goodies drin von Pins, Aufstellern, was ist das? Stoffbanner mit Artworks und alles mögliche dabei, Steelbook. Das müsste jetzt für die Switch gewesen sein, wenn ich das richtig erinnere. Ja, schöne Edition. NIS Europe macht echt tolle Special Editions und es lohnt sich. So, mit einer Art Special Edition geht es im Game-Bereich auch weiter. Für die PlayStation 4 hat sich in die Sammlung angetan The Dark Pictures Anthology Volume 1, Man of Medan und Little Hope. Die Horrorreihe von den Until Dawn-Machern, sagt man ja dadurch immer. In dieser Special Edition, was ist da Besonderes? Es ist eine Weltstoffkarte dabei. Wozu ich die jetzt brauche, weiß ich noch nicht. Und zwei Pins. Einmal, ist nur ganz klein hier drauf, ich glaube aus Little Hope ein Pin und ein Schiff, also sprich eben halt von Man of Medan. Und die Editionen kommen jetzt nicht in diesen ganz normalen Cases, sondern in so einem Steelbook. Ihr könnt es hier sehen, da sind auch klein die Pins zu sehen. Und ja, das ist halt, es ist etwas günstiger gewesen vielleicht. Andererseits ist diese Edition recht hübsch, auch wenn der Pappschuber recht empfindlich ist. Na, da will ich stehen. So, also, das hat uns erreicht, aber in dem Fall hat uns auch dazu der dritte Teil erreicht, House of Ashes von The Dark Pictures Reihe, aber als ganz normale Edition. So, weiter geht's noch mit, mache mit PlayStation 4 weiter. Ich glaube, das war eine Bundle-Version, die mein Bruder gekauft hat bei, bei Saturn. Da gab es dann einmal Mega Man 11, Edge of Eternity und das dritte, ich habe das glaube ich jetzt auswendig zur Seite gelegt. Ja, da ist es. Immortals Phoenix Rising oder Phoenix Rising musste auch noch mal sein, war noch nicht in der Sammlung. Genau, und dann geht es weiter noch mit zwei weiteren PlayStation 5 Spielen und zwar das Final Fantasy Origins Stranger of Paradise und Ghostwire Tokyo Deluxe Edition. Haben wir auch noch nicht gespielt, ist aber von Shinji Mikami, dem Macher von Resident Evil. Bin sehr gespannt, wie das Spiel überhaupt sein wird. Es ist aus der Ego-Perspektive, aber ich fand schon ziemlich abgedreht. Und so, diese japanische Kultur ist recht interessant. Ja, warum nicht? Könnte lustig werden. Gut, dann gibt es noch zwei Computerspiele, bevor wir den Bereich leider wechseln. Aber ich hoffe, das sind schon mal ein paar tolle Titel. Jetzt geht es ein wenig zurück in die Klassikzeit. So wie? Fehlte noch in der Sammlung,
Gab es sehr günstig. Das sind jetzt auch Spiele, die von Kleinanzeigen sind. Ich kann nicht genau sagen, aber um die 20 Euro, glaube ich, haben die gekostet. Aber ich müsste jetzt lügen, weil ich die Preise nicht ganz genau weiß. Die hat mein Bruder mir nicht mitgeteilt, aber ist auch egal. Es sind großartige Spiele. Hier haben wir Final Fantasy Crystal Chronicles, The Crystal Bearers. Auch eine sehr schöne Edition. Was heißt Edition? Schön mit Handbuch und Disc. Das passt auch wunderbar. Legen wir mal hier hin. Und ein Spiel, was wir gar nicht so auf der Liste hatten, bis es einer gezeigt hat bei uns oder bei mir am Forum, im WhatsApp-Forum unter unseren Spielesammlerfreunden. Ein Titel, ja, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen Mario Party von Square Enix. Mit Mario, kann man sagen. Straßen des Glücks. Und ihr seht, die Mario ist zu sehen. Es sind die Charaktere aus Dragon Quest von Square und ja, interessante Kombi, hat man überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, vor allem ist von Square Enix mit Nintendo Charakteren, könnt ihr hier auch sehen, interessanter Titel, auch wie gesagt um 20 Euro glaube ich gekostet, ich glaube das war teurer als das, ja, das musste in die Sammlung und das sind auch schon die Computer Games, die neu hinzugekommen sind. Sicherlich mag ich auch mal was vergessen haben, aber ich glaube, bei dem habe ich jetzt alles festgehalten. Es sind 4 weitere Filme hinzugekommen. Es sind Filme, die bei einer Aktion bei Müller mitgenommen wurden. Deswegen für die Sammlung einmal Nobody, toller Actionfilm. Dann G.I. Joe Origins, Snake Eyes. Ich bin ja ein großer Fan von G.I. Joe, gerade durch die klassische Zeit. Und da Passwort gehörte der auch dazu. Dann, ja, musste in die Sammlung, auch wenn es nicht jetzt der beste Film ist und ich jetzt mit den Paul Anderson-Filmen mit Mila Jovovich nicht ganz konform immer gehe, aber einfach unterhaltsam. Monster Hunter, Verfilmung des Capcom Games. Und ja, das war ein Film von Netflix, glaube ich. Netflix oder Amazon. Jetzt muss ich raten. Könnte sogar Amazon gewesen sein. Weiß ich gerade nicht mehr genau. Aber Jolt mit Kate Beckinsale. Wirklich ein richtig cooler Actionfilm, kann man sagen. Ja, ein cooler Actionfilm. Ihr seht, der Tisch wird wieder voll. Diesmal, es kommt einiges hinzu. Und zwar kommen jetzt Mangas. Ich habe einige Mangas bekommen, neu. Ich zeige es auch. Ja, im Schnelldurchlauf kann man so sagen. Triage X Nummer 22, großer Fan dieser Reihe. Muss ich aber endlich lesen. Ich hänge noch 4 Bände zurück. Aber ich habe irgendwie immer andere Bände gelesen. Dann hat mich erreicht, muss auch noch gelesen werden, ist auch noch verschweißt. Band 16 von Killing Bites, auch eine coole Serie. Aber da bin ich bis Band 15 schon am Lesen gewesen. Man kann halt nicht alles gleichzeitig. Ganz aktuell habe ich auch neu One Piece Party Nummer 7. Und da ich ein Hiroya Oku Fan bin, der Ganzschöpfer, habe ich auch seine neueste Serie, lese ich sehr gerne, Gigant. Und da habe ich 2 neue Bände bekommen. Band 7 habe ich auch schon gelesen. Die sind normal eingeschweißt, weil sie auch so ein bisschen sexistisch, was heißt sexistisch? Wir haben Sex, die Charaktere halt, ganz normal. Und die Hauptfigur ist halt als Riese nackt. Gigant Nummer 8. Es gibt 10 Bände, umfasst diese ganze Geschichte. 2 fehlen noch oder sind noch nicht erschienen. Da bin ich ganz gespannt drauf. Wahrscheinlich wird Band 9 noch dieses Jahr 2022 erscheinen und ich glaube Band 10 erst Anfang 23. Aber egal. So, ein weiteres Highlight hat mich erreicht. Da wollte ich auch unbedingt die Erstauflage haben, denn die Erstauflage ist in Gold gefasst. Das ist handelt sich um Detektiv Band Conan, Detektiv Conan Band 100 und zwar so richtig genial im Golddesign, richtig schön toll. Ihr seht, es war eingeschweißt, ich habe es ausgepackt. Als Bonus gibt es dieses Club Armband. Ja gut, ich finde so ein Armband ist jetzt nichts Besonderes. Und was es auch gab, eine Detektiv Conan Karte mit Grußworten von Gosho Aoyama, dem Schöpfer von Conan,
der so ein paar Worte richtet an die treuen Leser, die 100 Bände, und das sind weit über 20 Jahre in der Zeit, die sind die erschienen. Ja, deswegen ein absolutes Sammlerstück. Ich habe mir es auch relativ schnell gesichert, denn das ist nicht in einer riesigen Auflage erschienen. Der Band selbst wird mehrfach erscheinen, ähnlich war es auch bei dem One Piece Band 100. Da sind nur die Erstauflagen in wirklich Gold gefasst. Dann später wird das in einer anderen Auflage nicht ohne Gold im Einband erscheinen. Deswegen, diese Version musste sein. Ja, und hat mich auch wirklich begeistert, kann man so sagen. Auf jeden Fall erfreut. So, weiter geht es mit, ich habe noch zwei Bücher oder zwei Kategorien. Was heißt Kategorien? Ich habe jetzt hier noch Captain Future habe ich bekommen. Und zwar einmal habe ich den neuesten Roman, das ist also die neueste Romanversion, die ist ja neu aufgelegt worden, den Klassiker Die Kometenkönige, das ist Band 11 von Edmund Hamilton aus dem Golconda Verlag. Und das ist einfach eine großartige Geschichte. Es geht darum, dass, Raumschiffe verschwinden im Weltraum und die Geheimagentin Joan Landor, Love Interest von Captain Future, zusammen mit dem altgedienten Marshal Ezra Gurney oder Gurney, der Esala Gani in der Anime-Serie genannt, versuchen eben halt herauszufinden, was los ist, und verschwinden auch. Daraufhin macht sich natürlich Captain Future mit seiner Mannschaft, Greg und Otto und Professor Simon, auf dem Weg, und sie landen in einer Welt im Hallischen Kometen und haben plötzlich Kontakt zu Elektromenschen. Und das reicht noch nicht, denn Joan Landor ist auch in einen Elektromensch verwandelt worden. Ja, wie Captain Future aus der Situation rauskommt und ob mir das Buch wirklich gut gefallen hat. Ich meine, es hat mir gefallen, sehr gut gesagt. Aber ihr könnt, wenn ihr oben seht, ihr www.shortreview.de, da habe ich eine Rezension von diesem Buch verfasst. Und das könnt ihr da lesen, wie mir das Buch gefallen hat. Ja, also als Captain Future Fan werde ich nicht negativ sein. Das kann ich gar nicht, aber habe ich ein bisschen ausführlicher drüber geredet. Und in Captain Future habe ich auch noch was Ähnliches, eine CD bekommen. Das ist die erste, ich glaube, von 7 oder 8, weiß ich gar nicht jetzt genau. Es steht leider immer nicht drauf, aber es sind so 6 oder 7 CDs diesmal. Und zwar ist es das lebendige Hörspiel, kann man sagen, von Captain Future, Der Triumph, das Elixier des Bösen. Es geht um eine Droge, die verjüngt und die alten Menschen wieder jung macht und dadurch natürlich Glückseligkeit fordert, aber eine Abhängigkeit erzeugt. Und Captain Future muss eben halt diese Verbrecherorganisation aufhalten, die diese gefährliche Droge verbreitet. Eine meiner Lieblingsgeschichten auch, muss ich ganz ehrlich sagen, von Captain Future, die ist jetzt als gelesenes, lebendig gespieltes Hörbuch, das heißt, die sind 1:1 fast die Dialoge, abgesehen, dass man Namen verändert hat, die anders sind als die Romanvorlage zum Anime. Man hat sich auf dem Anime eben halt konzentriert, und so wurden die Namen, wie ich eben schon mal erwähnte, Joan Landor, wie sie im Anime heißt, heißt nicht im Roman so, sondern Joan Landor heißt im Roman Joan Randall. Und Ezra Gurney, der Marshall, ist der Name im Roman, und Esala Gani der Anime-Name. Und das sind die Unterschiede eigentlich zu dem Ganzen, dass sie die Namen ein bisschen anders aussprechen oder anders bezeichnen, damit wir ein bisschen mehr am Anime sind, denn es wird auch die Original-Anime-Musik benutzt und die meisten Sprecher, sofern sie noch leben, des Animes sind zu hören. So ist Helmut Kraus, leider auch schon verstorben, zwischen in seiner letzten Rolle, kann man sagen, als Erzähler wieder dabei. Captain Future wird auch diesmal gesprochen von Hans-Jürgen Dittberger, Berner. Professor Simon ist Jochen Schröder. Greg Friedrich Georg Beckhaus. Das sind auf jeden Fall die Stimmen, die Captain Future geprägt haben. Also sind die Original-Anime-Sprecher aus den 80ern. Ja, sie leben immer noch, sind dabei. Leider Otto,
Der großartige Wolfgang Völz ist verstorben und wird ersetzt von Tommy Pieper, der Stimme von Alf, aber er spricht nicht wie Alf, sondern er spricht ihn wirklich großartig. Macht ihm einen eigenen Style geben und trotzdem den kultigen Sarkasmus von Otto, den hat er drauf. So, und jetzt geht's weiter mit auch mal einem meiner Lieblingsthema. Und jetzt kommt nur noch die drei Fragezeichen. Ja, womit fange ich am besten an? Ich fange mit was zum Essen an, denn es gab verrückterweise die drei Fragezeichen als Pizza. Ich habe mir die beiden Pizzas gekauft. Ein bisschen eingestaubt schon inzwischen. Ihr könnt sehen, die Pizza, das ist die drei Fragezeichen, die Pizza, der rote Feuerteufel, eine Salami-Pizza. Das Witzige ist eben nicht nur das Design im Drei-Fragezeichen-Look, sondern ihr könnt auch einen Fall lösen. Das heißt, mit einem QR-Code loggt ihr euch mit eurem Handy auf einer Website ein und löst in knapp 12 Minuten einen Fall. So ein bisschen Rätseln ist das, solange sozusagen die Backzeit ist. Ja, auf jeden Fall ist das schon ein echtes Sammelstück. Ich habe es ganz vorsichtig geöffnet, weil ich möchte das auch verschließen. Und ich sage ganz ehrlich, ich packe eine Sammlerschutzhülle rum. Aber die muss ich noch anfertigen lassen. Genauso der zweite Fall, den es gibt, also das ist eine Salami-Pizza, ist die gefährliche Spur. Auch ein schönes Cover eben halt. Auch hier Tipps und Tricks oder hier ein bisschen Informationen zu dem Fall. So ein bisschen, es sind so ein paar Tipps drauf verteilt. Ich habe es ganz vorsichtig geöffnet, damit ich die Pizza erreißen konnte. Es ist eine Käsepizza gewesen und ich muss ganz ehrlich sagen, beide Pizzas haben mir sehr gut geschmeckt. Die Salami-Pizza kann ich empfehlen, weil was mir da besonders gefallen hat, war, dass die Salami noch zusätzliche Salami-Würfel verteilt hatte. Nicht nur die einfachen Scheiben. Großartige Idee. Und die Käsepizza mit verschiedenen Käsesorten, man ist immer ein bisschen skeptisch, aber die war echt top. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr sie findet. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch gibt. Es wird so eine limitierte Zeit. Auf jeden Fall hat sich gelohnt und haben sehr gut geschmeckt. Gut. Weiter geht es mit weiteren drei Fragezeichen Sachen. Ich habe etwas, das zeige ich euch jetzt hier nur als Bild. Das habe ich eigentlich schon länger und ich habe sie jetzt mal vergessen. Und zwar gab es im November letzten Jahres Post von der Post Briefmarken von den drei Fragezeichen. Da habe ich mir einen ganzen Briefmarkensatz gekauft, 80 Cent Briefmarke. Was natürlich sehr sinnfrei war, weil zwei Monate später die Gebühren erhöht wurden auf 85 Cent für den normalen Brief. Somit war die Postbriefmarke ja nicht mehr wirklich dasselbe. Aber wann gibt es schon Briefmarken von drei Fragezeichen? Und die musste ich mir einfach besorgen. Ja, das war etwas, was unbedingt sein musste. Und die habe ich schon länger und jedes Mal vergessen. Also die habe ich ja schon seit einem halben Jahr in dem Sinne, wenn ihr diese Aufnahme sozusagen seht. Und irgendwie immer vergessen, weil ich sie zur Seite gelegt habe. Na gut, es geht weiter. Zwei, drei Fragezeichen. Bücher haben mich erreicht. Neu erschienen im Kosmos Verlag. Und auch, es gibt auch Reviews zu beiden Büchern auf www.schottreview.de. Schaut dort rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und zwar einmal Panik im Paradies. Das ist der erste Roman mit den drei Fragezeichen Kids. Das geht um die drei Fragezeichen in jungen Jahren, wie sie, ihre Anfänge eigentlich. Hier ist es so ein bisschen eben halt, ja, es ist eine kleine eigene Welt bei den drei Fragezeichen-Kids. Sie haben das Universum aber auch ein bisschen erweitert und es ist halt vor den Zeiten, wo sie vom Schrottplatz aus ihre Fälle lösen. Hier haben sie noch eine andere Zentrale, und zwar die Kaffeekanne, einen alten Wasserturm von der Bahn. Ja, und die drei Fragezeichen erleben auch schon Abenteuer in Rocky Beach und müssen Fälle lösen. In diesem Fall finden sie einen Seehundheuler, also ein Seehundbaby, verwaist am Wasser liegen, und ja, dann sind sie auf dem Weg, bevor ich das nächste Buch zeige, weil ich das besser, wenn ich das so in der Hand halte. Besuchen sie einen kleinen Zoo, so einen Privatzoo in Rocky Beach. Aber da kann dem Seehund zwar geholfen werden, aber dort geschehen seltsame Vorfälle und die drei Fragezeichen gehen dem auf die Spur. Ganz interessant, spannend gemacht, auch mit Bildern untermalt. Also ihr könnt hier sehen,
wunderbar, so kleine Biografie von den Figuren. Hier könnt ihr auch die Kaffeekanne sehen, die Zentrale noch vor dem Wohnwagen. Es gab, glaube ich, mal in einem Hörspiel der klassischen drei Fragezeichen in den späteren einen Verweis auf die Kaffeekanne. Aber sie haben sie jetzt nie besucht. So, und hier könnt ihr sehen, ist eine Karte von Rocky Beach, nach der richtet sich sozusagen diese Welt von den drei Fragezeichen. Diese ist jetzt geschaffen worden, geschafft von Ulf Blank, der auch diesen Roman geschrieben hat. Und dazu gibt es aber auch, ich versuche mal hier eine schöne Zeichnung zu erwähnen, es gibt viele Zeichnungen in diesem Buch. Es liest sich sehr einfach, es ist halt ein Kinderbuch, ein Jugendbuch, aber ich muss sagen, teilweise sind die eben halt doch recht, ja, kann man auch als Erwachsener lesen, haben trotzdem einen gewissen Charme. Was ist jetzt neu? Ihr werdet sicherlich denken, was, das Buch ist doch draußen, wer sich damit befasst, ist schon lange draußen. Nein, das Buch ist schon draußen, aber Kosmos hat ein neues Drucksystem, wo sie umweltfreundlicher mit den ganzen Umschlägen umgehen und ein neues Druckverfahren sozusagen benutzen sie. Das heißt, alles ist ökologisch besser abbaubar und damit ist auch der Umschlag oder dieser Hardcover-Umschlag ist neu. Vorher war ein bisschen runder gefasst, jetzt sind die so ein bisschen viereckiger, auch trotzdem sehr, sehr schön gemacht, auch trotzdem einen Glanz beibehalten, nicht jetzt matt, nur weil man denkt jetzt, oh, das ist Silikopapier. Nein, auch ein Glanz auf dem Hochcover und ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Für Kinder geeignet und für Erwachsene, warum nicht ausprobieren. So, zu den drei Fragezeichen, auch neu rausgekommen und das finde ich auch großartig, die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss als Grafiknovelle, also echt Hammer. Es ist, könnt ihr sehen, auch wunderbar aufgebaut, sehr, sehr schön detailliert gezeichnet. Wie gesagt, ein Review habt ihr so oben, ich versuche hinzuweisen. Schaut gerne mal rein auf www.schautreview.de. Es lohnt sich, das als drei Fragezeichen-Fan das zu lesen. Auch das Cover ist wunderschön gelungen. Die Geschichte ist ganz einfach. Es ist ja die erste Geschichte. Man darf nicht vergessen, als Hörspiel haben wir nicht dies als erste Geschichte gehabt, sondern da war ja der Super-Papagei. Hier ist die Einführung eben halt, wie sie sich bei Alfred Hitchcock oder in dem Sinne jetzt Orbit Hitfield, das ist auch die einzige Änderung, weil der Name Alfred Hitchcock nicht mehr benutzt wurde, was mich ein bisschen verwirrt hat, denn sie haben Alfred Hitchcocks altes Kopfdesign benutzt für das Cover, was ja früher auf den CDs und Kassetten war. Da jedenfalls Orbit Hitfield, der Regisseur, da versuchen sie sich ein bisschen, ja, durch den Kontakt mit ihm ihr Detektivleben aufzubauen und dadurch, dass der Regisseur ein Gespensterschloss sucht, machen sich die drei Fragezeichen auf die Suche nach einem entsprechenden Drehort, ja, und landen in dem Gespensterschloss, was die Geschichte birgt. Und ja, das ist ein Fall und die Geschichte ist großartig, sehr eng nach dem Roman wohlgemerkt. Ich habe den Roman auch mal gelesen, deswegen kann ich das auch wirklich sagen. Das Hörspiel ist ein bisschen abgewandelter und gekürzter, aber auch großartig. Eins meiner Lieblingshörspiele. Unabhängig davon, es war Hörspiel Nummer 11, wenn ich mich recht entsinne. Auf jeden Fall ein sehr gutes, ja, gutes Comic, gezeichnet eben halt von Christopher Tauber und Ines Kort. Die haben auch schon die anderen drei Fragezeichenbücher mitgemacht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, und jetzt bin ich auch hier mal meiner kleinen Kritik dabei, obwohl es sehr detailliert ist, fand ich die Zeichnung etwas steif. Irgendwie, als ob ein bisschen Bewegung fehlt. Es war wie so ein Fotoroman. Aber gut, tiefere Kritik auf oder Meinung oben auf der Website. So, da habe ich genug Werbung gemacht für meine eigene Website. Um zum letzten Teil zu kommen, und ich muss sagen, die CD habe ich in diesem Moment, wo ich das Video aufnehme, noch nicht gehört. Die neueste drei Fragezeichen, die Schwingen des Unheils Nummer 216, ganz frisch neu. Deswegen, ich kann auch gar nichts dazu sagen. Könnt ihr euch nur den Klappentext hier vorlesen. XFLS7, ein geheimes Forschungsprojekt, ist in Gefahr. Unbekannte Gangster scheinen den Diebstahl der geheimen Unterlagen zu planen. Doch der einzige Zeuge, den Justus, Peter und Bob befragen können, ist ein Halsbandsittich namens Huxley. Damit die Konstruktionspläne von XFLR7 nicht in die falschen Hände geraten, müssen die drei Fragezeichen ihr Können unter Beweis stellen. Werden die Detektive das Geheimprojekt retten? Ich kann noch nichts dazu sagen. Aber es wird auch ein Review auf der Seite geben und dann lest danach, dann wisst ihr, wie mir das gefallen hat.
Kommen wir zu meinem Lieblingsthema Transformers, einem meiner Hauptsammelgebiete, und ich zeige euch hier jetzt gleich echte Schätzchen. Eine Figur, die mich erreicht hat, ist nicht echt, die sage ich gleich im Anschluss. Es ist ein Knock-Off von Onslaught. Ihr seht auch in einer echt kuriosen Farbe. Aber das Besondere ist, der ist kleiner als die reguläre Figur. Fast identisch, hat jetzt keine Hände, damit kann er keine Waffe tragen. Und hier würde, glaube ich, so ein Brustschild noch fehlen. Ansonsten sehr identisch eben halt, kann sich genauso verwandeln wie die Figur, ist jetzt sehr, sehr locker. Das gehört zu diesen Knockoffs, die im Rahmen der World's Smallest Transformers Figuren rausgekommen sind von Hasbro. Davon habe ich auch ein paar kleine Figuren, könnte ich euch in einem anderen Video auch mal zeigen. Es gibt noch eine ganze Menge Schätze, die ich euch zu zeigen habe aus meiner Sammlung. Jedenfalls, ja, gab es für 8 Euro bei Kleinanzeigen. Ja, fand ich irgendwie ganz witzig. Und ja, gibt es auch im ganzen Set noch mit weiteren Figuren. Da kann er sich auch als Bruticus verwandeln, aber weil sich das zufällig ergeben hat, habe ich mir gedacht, mache ich das einfach mal nehmen. Ja, jetzt kann ich mal, jetzt steht er nicht wirklich. Doch, jetzt steht er. Irgendwie cool sieht er aus und ist halt kleiner als die normale Figur. Wie dem auch sei. So, die nächste Sache, die mich erreicht hat, ich komme zu echten Highlights, aber gut. War nie mein Favorite. Ich habe ihn schon ein paar Mal gehabt, auch immer wieder verkauft. Ich zeige euch jetzt erstmal meine Figur, die ich noch hatte. Die ist auch nicht mehr ganz so voll, fit, die Waffe eigentlich nur. Ist Stalker. Aus dem, ja, ist aus dieser Pretendators-Serie. Ist jetzt nicht wirklich besonders die Figur. Das ist jetzt meine Figur, die ich schon etwas länger habe. Ich habe sie jetzt doch nochmal behalten. Aber ja, es ist nicht ganz so meine Favorite-Serie, gebe ich ehrlich zu. Das Witzige dabei ist aber, ich habe in einem anderen Video eines anderen Transformers-YouTubers gesehen, dass der eine andere Variante hatte. Ich sage Variante, weil die war dunkler als diese Figur. Diese ist wirklich so ein bisschen grünstichiger, ist leider hier im Video ein bisschen schwerer zu sehen. Ich habe auch detailliertere Aufnahmen dazu gemacht, die ich auch noch vielleicht ein bisschen mit reinschneide, das werde ich sehen, wie es funktioniert. Auf jeden Fall habe ich bei Kleinanzeigen dann die Figur angeboten gesehen, ohne Zubehör. Was hat mich die gekostet? Ich glaube, mit Versand gerade 10 Euro. Es war wirklich nicht viel. Aber die sah dunkler aus oder anders aus, farbig. So. Und den habe ich hier. Und die ist grüner und die ist bläulicher. So, und es gab reichlich Diskussionen deswegen, auch unter Transformers-Fans, dass das nicht sein kann. Also diese Variante ist nicht so, ja, dokumentiert, sage ich mal. Dadurch haben viele immer wieder gesagt, nee, das gibt es nicht, weil diese Variante ist nicht so häufig. Diese ist wesentlich häufiger zu finden. Und viele, ja, das ist von der Sonne, das ist halt Zahn der Zeit. Nein, ist es nicht. Ich sage jetzt meine Gedanken dazu. Der Zahn der Zeit ist oftmals so, dass die Sachen quasi verfärben können durch die Sonne, durch irgendwelche Einflüsse, weil es ist ja auch schon 20 Jahre alt, das Ganze. Aber das ist wirklich komplett in diesen anderen dunkleren Farben. Also hier ist nicht, es wäre ja zum Beispiel Innenseiten, wo Sonne wenig reinkommt, wäre das dann eine andere Farbe oder. Hier seht ihr, es ist aufgeklappt hinten bei den Beinen. Da würde man auch sehen können, wenn sich das verfärbt hat, weil die ja geschlossen sind, diese Klappen. Und dann würde man nicht das sehen. Ist nicht der Fall. Ich habe jetzt bei beiden auch das offen. Und ich zeige euch die jetzt so in die Kamera. Und ihr könnt vielleicht sehen, ein bisschen, die sind ein wenig andersfarbig. Deswegen für mich persönlich, es ist eine Variation, die ich in meine Sammlung stellen wollte. So. Für mich sind zwei verschiedene Farbversionen. Mögen einige anderer Meinung sein. Das kommt vorbei. Guckt euch die beiden Versionen an und sagt mir das. Das ist, wie gesagt, ich will das Thema nicht nochmal aufgreifen. Es war schon ein ziemlich hitziges Diskussionsthema, weil es eben halt nicht so, ja, vielen ist es nicht aufgefallen, wie auch immer man es sagen möchte. Was soll's. Auf jeden Fall, für mich persönlich schön diese zwei verschiedenen. Ja, für mich verschiedene Figuren in der Sammlung zu haben. So,
Dann hatte ich einen weiteren Deal mit einem aus meiner Transformers-Gruppe. Ich habe noch einen Pretender gesammelt, der mir fehlte von den Classic Pretenders. Die Classic Pretenders beinhalten Grimlock, Starscream, Jazz und Bumblebee. Grimlock habe ich in einem Einzelvideo, ich verlinke es einfach jetzt mal hier, präsentiert. Den habe ich mal bei Kleinanzeigen gekauft und im Endeffekt fehlte mir jetzt noch Bumblebee. Und er schrieb mich an und sagte, du, ich habe Bumblebee. Und ja, da kam es dann dazu, dass ich gesagt habe, ja, der Preis stimmt ja auch. Den möchte ich jetzt hier einfach gar nicht nennen. Aber er war fair, war ein fairer Preis. Was heißt, möchte ich nicht nennen? Ich kann sagen, das waren so, glaube ich, 35 Euro. Ja, wenn ich mich richtig entsinne. Und ja, da kam dann der Bumblebee. Hier habe ich jetzt einmal den Pretender. Der ist auch wirklich, hat leichte Abnutzung hier beim Kopf. Kopf so Abnutzung, das ist aber leider normal durch den Helm, der direkt aufgesetzt ist und dann durch den Farbabrieb machen kann. Bei dem Visier, da löst sich der Sticker. Das ist aber nicht schlimm. Den würde ich auch festkleben nochmal. Das ist jetzt gar nicht mein Problem. Alles sonst, ja, hat kleine Farbabriebe. Das ist halt bespielt. Das sage ich auch gar nicht. Das stört mich eigentlich auch gar nicht. Der muss jetzt nicht perfekt im Zustand sein. Nur ich packe keine Figur mehr in den Pretender rein. Für mich stehen die Pretender und die Figuren separat. Ja. Und der Bumblebee Pretender fehlte mir noch. Damit habe ich jetzt alle Classic Pretender vollständig. So, der Bumblebee hat ein paar Macken, aber das werde ich ganz ehrlich farblich korrigieren. Das ist der Bumblebee. Der ist auch der erste Bumblebee gewesen zu kaufen, der nach dem Cartoon ein Gesicht bekommen hat. Ansonsten war die Figur anders. Inzwischen gibt es eine Target-Exklusivauflage der klassischen Figur. Exklusiv eine Reissue-Version, die ich auch noch gerne mal hätte. Da ist das Bumblebee-Face eben halt im Stile von ihm im klassischen Cartoon-Style gehalten. Das ist so ein kleiner Unterschied, absolut cool. Verwandelt sich auch in einen Käfer, gefällt mir sehr gut. Aber ihr seht vorne an der Stoßstange, da ist viel Gelb durchgekommen. Das Schwarz hat sich da ja gelöst, kann man so sagen, wie dem auch sei. Auch ein Aufkleber hat sich hier so ein bisschen gelöst. Aber auf jeden Fall, ich werde dieses nochmal mit einem passenden Stift nachmalen, dann ist das wieder perfekt schwarz. Mich würde es nicht stören, dass, wenn man so ein bisschen korrigiert. Einige stören sich daran, darf nicht sein. Ich finde, es ist bespielt worden, damit muss man rechnen und man muss das Recht haben, auch die Sachen auszubessern. So, das war ein Deal mit dem lieben Jörg. Genau, ich grüße ihn hier auch an dieser Stelle, falls er das Video sieht. Wir haben noch einen zweiten kleinen Deal gemacht und zwar kamen wir auf die Transformers Decoys zu sprechen, die ich sammle und er auch. Und ich hatte einen ganzen Schwunggerber bekommen, in einem anderen Pickup-Video habe ich es euch gezeigt. Und ich hatte auch ein paar Doppelte dabei. Ein Doppelter war dabei, der ihm fehlte. Ich glaube, das war Sunstreaker. Und er sagte, du, ich habe einen doppelten Optimus Prime. Tauschen wir? Ja, sagte ich, da tauschen wir. Und da habe ich einen weiteren Decoy jetzt in meiner Sammlung. Interessanterweise habe ich bisher nur Autobots, noch nicht einen Decepticon. Aber so fügt sich der wunderbar hinzu. Und diese kleinen Gummifiguren sind für mich echte Highlights. Ja, ein weiteres Highlight habt ihr vor einiger Zeit mal gehabt, gezeigt. Ich zeige euch jetzt noch erstmal mal meine Figur. Und zwar habe ich euch gezeigt, ich habe Trigger Happy bekommen. Auch eine Figur, die mich echt aus meiner Kindheit, die ich jetzt endlich dann wieder hatte. Ich hatte für den einen echt tollen Schnapperpreis bekommen. Ja, die Figur ist leider noch ohne Target Master. Ich habe auch den noch nicht. Aber ja, die Figur war fast ist im perfekten Zustand, abgesehen, dass sie leider Sonneneinfärbung hat. Ihr könnt das sehen an den Kanonen und so weiter. Die ist halt, hat wohl in einer Vitrine gestanden. Ja, und dann interessanterweise wurde Trigger Happy vor kurzem oder auf einiger Zeit nochmal bei Kleinanzeigen angeboten. Und ich habe zugegriffen und ich werde ihn jetzt nicht verwandeln. Dafür habe ich meinen alten jetzt hingestellt und der ist in einem ähnlich perfekten Zustand. Also keine Sonnenverfärbung, da ist er perfekt. Es hat ein richtig tolles Grau. Er ist auch bespielt, das fällt fast gar nicht auf. Sieht großartig aus, eben halt. Als Jet finde ich ihn sowieso genial, einfach. Target Master, wie erwähnt, fehlt. Das ist das traurige Teil noch dabei. Den brauche ich jetzt
Ja, mindestens einmal. Zweimal wäre toll, aber mindestens einmal wäre er genial. Ja, ich finde, dass die Figur echt klasse, hat mich aber 30 Euro gekostet, das war mir auch wert, ist es auch wert. Unterschied ist, die Kanonen kann man so wegnehmen und ihr seht, die ist sehr lapperig. Das heißt, die kann ich nicht als Figur aufstellen. So wie die, weil die Kanonen nur hochgeklappt werden und dadurch, dass sie bespielt wurden, sind die leider ausgeleiert. Aber es macht nichts, der wird als Jet bei mir stehen. Ja, ist er richtig verwandelt? Ja. Ne, Fahrgestell kann ich vorne ausfahren, dann steht er auch richtig gut. Und somit habe ich einmal ihn als Jet und einmal als Figur und so ein Klassiker, so ein klassischer Target Master, der auch aus meiner Kindheit stammt, beziehungsweise ich habe ihn nicht als Kind gehabt, es hat ein Nachbar, ich habe ihn mir mehrfach von ihm ausgeliehen, ich habe auch damals Teile davon bekommen, von der Verpackung, die er nicht mehr brauchte, dadurch habe ich, ja, ich hatte die Box, glaube ich, sogar bekommen von ihm. Habe nur leider habe ich die Boxen ja mal zerschnitten. Ihr habt ja auch mal ein Video davon gesehen und da habe ich diese Sachen noch. Ich kann sein, dass ich auch noch den Beipackzettel habe, dass er mir den auch gegeben hat. Was ich leider nicht habe, ich die Figur. Ich dachte, ich habe sie von ihm auch übernommen, war aber nicht der Fall. Somit habe ich ihn jetzt in dieser Form. Noch von Kleinanzeigen habe ich gekauft einen Katalog, ein Transformers-Katalog von 1992. Da wo gerade so die G2-Zeit war, da ist auch der Stalker drin. Könnt ihr ihn auch sehen. Hier sind die. Ja, wo war eine Sekunde? Ich suche den Stalker raus. Ah, wo ist er? Ich muss ihn auch finden. Da. Da könnt ihr den Stalker sehen. Ist ein schöner Katalog, den möchte ich auch noch mal in einem Let's Video durchblättern. Hat mich 10 Euro inklusive Versand gekostet, war es mir wert, obwohl die ja früher mal gratis waren, aber ist halt so von 92, das heißt 30 Jahre alter Katalog. Da muss man, wenn man so ein Transformers-Fan ist, natürlich ein bisschen Geld hinlegen. So, und dann gab es noch einen letzten Deal, bevor ich sagen muss, das war's an Neuheiten, ist ein WhatsApp-Deal, kann ich so sagen, und zwar wurde ich vermittelt. Einer aus meiner Gruppe hatte einen Kumpel, der Transformers-Stuff hatte und Preiseinschätzung haben wollte. Gut, und Preiseinschätzung geben ist immer etwas schwer, aber ich sah auf den Bildern Teile, die mich interessierten. Also haben wir den Kontakt hergestellt und ich habe gesagt, diese zwei Figuren, kann man so sagen, würden mich interessieren und ich würde dir dazu inklusive Versand 35 Euro geben. Er sagte ja, hat er auch gemacht. So, und erreicht hat mich dann dieser Decepticon Pretender Sub-Roader. Ich habe ihn noch nicht gehabt. Einfach cool. Sein Schwert hat er dabei. Was fehlt, ist der Schild. Er hat so einen kleinen Schild gehabt. Der fehlt mir noch. Wer ihn hat übrigens, kontaktiert mich bitte, der ihn und abgeben möchte. Also, der Schild, der hier ran geklickt wird oder auf dieser Seite, der fehlt. Ansonsten, sein Schwert ist dabei. Ganz, ganz leicht fängt es an zu kleben, weil es so aus Gummi ist. Der Gürtel ist dabei, wunderbar. Die Figur ist jetzt nicht hier drin, die zeige ich euch auch gleich. Ist jetzt nicht der beste Pretender, muss ich sagen, vom Verwandeln her. Verwandelt sich in ein U-Boot. Recht simpel eigentlich, Arme umgeklappt und Beine umgeklappt. Und der hat dann eben halt die Kanone. Da ist die Figur, so eine riesen Kanone. Aber es ist etwas seltsam, die Kanone ja, wird so reingeklemmt, ist dann über Kopf bei der Figur. Bei der würde sie dann richtig in die Hand passen, auch nur in die eine Hand, weil das ist so designt, so würde es dann passen. Aber es ist eben halt auf diese Figur zugemünzt und das ist ein bisschen schade. Und ich verwandle jetzt mal diese Figur in ein U-Boot. Das geht ganz einfach, umklappen sage ich ja, das ist. Und die Waffe wird hier hinten rauf gesteckt und ist dann wie so ein Antrieb. Irgendwie ein bisschen seltsam. Ist nicht so perfekt durchdacht. Sieht zwar ganz geil aus, so von oben betrachtet, aber irgendwie doch seltsam. Wie dem auch sei, die Figur fehlte mir noch von dieser Decepticon. Ja, und ist jetzt auch in meiner Sammlung. Dabei, und das ist etwas auch, eine alte G1-Figur, die ich in der Form auch noch nicht hatte, ein Windcharger.
Richtig toll, ihr seht, er ist super simpel gemacht. Ja, das ist er. Ansonsten, ja, das soll es jetzt gewesen sein. Das waren die Pickups. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten, ja, hinterlasst ein Like, ein Abo und kommentiert. Sagt mir, was ihr von den ganzen Teilen, die ich euch gezeigt habe, haltet. Was war eure Favorite? Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.